Hey Leute, ich bin der Bruger und dies hier sind die Leute, die im Kanalunterstützerprogramm unter anderem meinen Kanal finanzieren. Amatera Suhart, Amaya Neko, Bexy King 1990, Bienchen Maya, Black Rabbit LP, Bleary Cabbage 8, Bluefire 486, Cindy H, Commander Game, Die Kürbis, Dinok XCX, Encore 90, Erasion Korane, Green Tiger B, Hero Leipzig, It's Lito, Jewel Buck, Leon der Mettler, Markus Eckgold, Master Exploder 5000, Mike Chan, Metal Dragoner X, MJZ Cards and Games Germany, Neo Chaos, Pat Kadi, Panarek 90, Priest Michi, Bupu Fischpup, Raik Poretzky, Rylion Donovan, Rufus Platus, Saphir Meer, Sebastian HH, Simon Kaiser, Sir Lieselotte, Steffi und Ani und Wölfchen 0909. Convenient, ein Horrorspiel mit mehreren Endings, habe ich mir schon leider durchlesen müssen. In der Zusammenfassung wurde es direkt schon erwähnt, aber das macht ja nichts. Wir starten neu. Danke fürs Draufklicken auf das Video und wenn es euch gefällt, würde ich mich wie immer für eine Bewertung sehr freuen. Über eine Bewertung und natürlich auch für Kommentare bin ich hellauf begeistert. Oder von. Ich rede wieder Unsinn. Auf jeden Fall, ja, wir sind jetzt hier und wollen tanken. Das Pump, ja. Wie geht das denn? Ich habe keine Ahnung. Anscheinend können wir nicht selber tanken. Na? Ah, 10 Dollar an Pumpe 2 bitte. Und woher kommen sie? Ja, ich fahre einfach nur nach Hause und habe meine Familie besucht. Sie sollten so spät nicht draußen sein. Ich muss zu Hause sein um 8 Uhr morgens. Ich, ja, habe kein Benzin mehr gehabt auf dem Weg hierher. Das ist eine Schande. Egal, 10 Dollar auf Pumpe 2 bitte. Na klar, Süßer. Okay. Warum nennt der mich Süßer? Error? Das Ding hat einen Fehler. Ach, diese Modernisierung. Ich denke, es ist was falsch mit der Pumpe. Ich weiß. Das macht's manchmal. Lassen Sie mich für Sie zurücksetzen. Okay. Sollte jetzt funktionieren. Danke. Ist das eine Frau oder ein Mann? Schluss! Auf. Was? Alter, was? Was ist hier los? Wurden wir jetzt entführt? Fernbedienung hat keine Batterie. Diese Couch hat schon bessere Tage gesehen. Ich bin festgekettet. Wasser, okay. Ich habe den Schlüssel nicht. Du sollst, ob du schläfst. Oh. Ich komme nicht weiter, die Knöpfe funktionieren nicht. Alter Schwede. Immer so, als ob ich schlafe. Vielleicht kommt er ja gleich runter oder so. Nee, ich glaube nicht. Lüftungsschacht. Ey, was soll ich denn machen jetzt? Das ist, als ob ich schlafe. Ah. Ach du Scheiße, dieser Creep, ey. Warte mal ganz kurz, kann ich es ein bisschen heller machen? Nee, geht nicht, ne? Geht leider nicht. Alter, eine weitere Person wird vermisst. Community gibt dem Old Lake Stalker die Schuld. Die Polizei investigiert in diesem Gebiet. Ja, aufgrund der hohen Vermisstenfälle. Andere um den Old Lake County sagen, es wäre eine okkulte Praktik. Ja, ja, ist klar. Lokale Autoritäten haben sich geweigert, solchen Gerüchten Glauben zu schenken. Ja, versichere dich, dass alles wieder so war, wie es ist, also so ist, wie es war, bevor du zu Bett gehst. Okay. Get up. Get up, get up, get up. Warum bin ich denn aufgestanden? Nur weil ich im Menü war, bin ich aufgestanden auszusehen, oder was? Ich hab nichts gedrückt, ja? Ich bin nur wieder rein ins Spiel. Penner, ey.
Der mich einfach absticht. Ist jetzt weg. Okay, er ist weg. Ich hab den Schlüssel nicht. Ja, ist klar. Ah, diese Kette, ne? Kommt auch nicht sehr weit. Batterien? Oh, das Glas. Kann ich damit die Couch? Sehr gut. Mach ich jetzt mit dem zerbrochenen Glas? Mit dem Schlüssel meine ich, warte. Annika? Natürlich. Knöpfe funktionieren nicht. Oh, Escape. Aufpassen, dass er nicht runterkommt. Ja, Projektor. Alter, hier ist überall Blut. Ich habe die Kombination nicht. Batterien. Sehr gut. Tag 1. 27.05. Darf das nicht zu laut? Wer filmt das bitte? Alter. Schön für dich. Er hat einfach jemanden zerhackt. Warum habe ich mir das jetzt ansehen können? War was, um das Schloss zu öffnen. Was für ein Datum war das? 27.05., ne? Aha. Warum muss sie denn auch schreien? Ich habe nichts gemacht, ist alles gut. Ist er, geh weg. Oh, widerlicher Kerl. Er ist der Killer. Warum merkt es keiner? Auf zu schreien jetzt. Hairpin. Ah! Scheiße. Was? Meet at the altar. Treffen am Altar. Ist direkt hier. Der Tankstelle. Und es merkt keiner. Ich laufe jetzt einfach weg. Oh, der Himmel ist so schön. Brennt was? Oh nein, das ist das Gebäude, wo der Mord gefunden. Der Altar. Ich habe ein Messer. Er hat im Gesicht gesteckt. Eating time, Fütterungszeit. Ammo für eine Knarre. Wo gibt's die Knarre bitte? Wer soll hier gefüttert werden? Wow, ich bin ja voll der Meister hier. Die Meisterin. What the fuck? Was, habt ihr das gesehen? Das war ein Hirsch, aber... Oh nein.
Alter. Ja, schon wieder nicht geklappt. Ach, ich kann von hier, das ist ja cool. Okay. Du blödes Scheißvieh. Komm her. Ich muss halt gucken, was hinrennt oder was herkommt. Okay. Ich habe mir immer wieder die Munition. Ich weiß nicht, wofür es gut ist. Aber das finde ich schon sehr krass, wie das Vieh einfach zerreißt. Auto. Hab ich geschafft. Oh, ich schwitze, ne? Ich schwitze. Ah! Oh, Secret Zorn 0 von 4. Bad Ending. Ich bin zur Polizei gegangen, sobald ich hier raus war. Natürlich haben sie mir nicht geglaubt. Sie haben so viele anonyme Anrufe bekommen von Old Lake Verschwundenfällen, dass sie glauben, es ist einfach nur ausgedacht. Ich hatte nicht genug Beweise. Zum Glück bin ich mit meinem Leben davon gekommen und ja, aber dieses Ding ist immer noch da draußen. Alter. Ist doch scheiße. Okay, dann nochmal. Ja, nochmal, nochmal. Oh Gott, ich schwitze halt echt, ne, dieser Penner. Guck mal, ob ich hier noch was finde, bevor ich reingehe. Old Lake. Oh nein, ja, wir sehen mein Cat. Die arme Katze. Schlimmer als die Menschen? Nein, natürlich nicht, aber... Arme Katze. Locked. So, habe ich eine Knarre dabei? Nee. Hallo, hallo, hallo. Wo sind die Secrets bitte? Oh! Alter, was? Okay, ich habe es übersprungen, aber irgendwie... Warum hat er mich direkt... Warum hat er mich direkt niedergeschlagen? Er sagte irgendwas, welcome back. Ich hab's halt geskippt, weil ich dachte, es kommt wieder das ganz normale Intro. Sozusagen. Aber ich find's bisher richtig gut. Also, dass es alleine schon mehrere Endings hat. Die Secrets, die man finden kann. Das reizt mich tierisch, ne? Tierisch. Mal auf. So. Brauchen wir ja nicht mehr. Also wir müssen uns das Tape nicht mehr angucken. Ich schlafe. Alles gut. Aber... Der ist doch dann weg. Warum kriegt er mit, dass wir hier sind? Frage ich mich. Also wenn wir die Tür öffnen, ist er ja komischerweise nicht mehr in der Tankstelle. Kann man uns das mal erklären, jemand? Muss es irgendwas noch geben? Hier auf dem Boden eine Kerze. Lebt sie oder ist sie tot? Also die Augen sind... What? Habe ich gerade ein Secret gefunden? Alter, was? Da hat eben eine Puppe gestanden und jetzt ist sie weg. War das jetzt ein Secret?
geschlossen. Oh, einfach so ab. Geht natürlich nicht. Halt. Auch nicht. Fakt. Ja, was mache ich denn jetzt? Wo sind die Secrets? Ich kann auch nicht springen oder so. Wo wir wieder durch eine unsichtbare Wand laufen vielleicht? Hier führt eine Blutspur in den Wald, wenn ich den Weg zum Schrein gehe. Das ist wirklich ein Weg. Alter. Ich glaube, ich könnte da was auf der Spur sein, ha? Huh? Die Knarre! Ich habe die Knarre gefunden. Könnte aber auch nicht reingehen. No ammo. Alles klar, jetzt baller ich das Vieh ab. Vielleicht gibt es ja ein anderes Ending dafür. Krasse Sache. So, das Messer brauche ich ja nicht. Bringt ja eh nichts, wie man sieht. Ja. Yeah. Oh ne, ich muss, glaube ich, das Messer nehmen. Nee, ich lebe die Pistole. Ja, ich muss das Messer nehmen. Okay. Ich hab's gekillt. Paar Schüssen schon. Du Lusche. Okay, ich komme nicht vorbei. Doch, ich komme vorbei. Aha! So, jetzt hauen wir mal ab. Ist das das gute Ende? Es war jetzt eigentlich ziemlich schnell, muss ich sagen. Das ging. Mit dem Messer draufhauen. War das das Gute? Oh ja, es ist auf jeden Fall die Puppe. Alter, ich bin zur Polizeistation so schnell ich konnte. Oh, ich habe ein Secret gefunden. Das war das mit der Puppe im Geheimraum wahrscheinlich. Zum Glück haben sie sich... Was? Zum Glück haben sie zugestimmt, dass sie sich umsehen. Weil ich ihnen gesagt habe, da wäre ein totes Monster. Na gut. Sie dachten, ich würde lügen, aber dann haben sie es mit eigenen Augen gesehen. Die verschwundenen Fälle von Old Lake haben aufgehört und ich, ja, ich erhole mich immer noch von dem, was ich da gesehen habe. Gut, dann gucken wir uns jetzt noch das Secret Ending an. Es gibt ja noch eins. Aber ich weiß nicht, wie ich das mache. Deswegen schauen wir mal. Ich werde mal alles besser untersuchen jetzt. Aber jetzt gucke ich mir an, was er sagt. Welcome back. Kriegst mich nicht. Oh, er kriegt mich. Er kriegt mich. Ja, komm, du weißt doch eh schon, was passiert, du Blödmann. Du weißt es. Ich guck mal jetzt, vielleicht kann ich was in der Puppe interagieren. Ich glaube nämlich, das müsste vielleicht gehen, weil letztes Mal habe ich das nicht gemacht. Das ist ja einfach verschwunden. So, nochmal so tun, als ob ich schlafe. Ich glaube, das Tape gucke ich mir auch nochmal an. Das müsste doch merken, der Typ, ey. Aber er hat offensichtlich dieses Ding gefüttert. Da gibt es ja auch so einen Film. Das spielt auch irgendwo Skandinavien, ne? Und da haben sie dann auch in so einem Wald mit so einer Pagan-Gottheit. Und das ist auch so ein Hirsch und der frisst Menschen. Irgendwas war da. Nicht mehr so genau dran erinnern. Eat at the shrine. Guckt mich die ganze Zeit an. Oh, die 1. Jetzt ist er weg. Okay. Schließ mal auf. Ich komme mich hier nochmal ein bisschen um. Da muss noch irgendwas sein, oder? Batteries. Leg das VHS-Tape nochmal rein. Pack 1.
27.05. ja. Statt schon wieder die Puppe. Schlerz. Wieder die Puppe. Die jetzt die ganze Zeit wieder auf, weil ich die einmal gesehen habe. Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Ich kann auch nichts machen an diesen Automaten. Oder hier kann ich nichts machen. Mist, vermisst, vermisst. Da ist ein blaues VHS-Tape drin. Krass, gucken wir uns das mal an. Vielleicht finde ich ja noch mehr. Aber die Kassette, das frisst einfach die Kassetten. Ah, oben war eine Lupe. Heißt das... Ach, guck mal, jetzt ist hinten auf. Die Hintertür ist jetzt aufgegangen, oder? Okay. Alter, das sind die Backrooms. Oh, leck mich doch fett. Das ist ja mal lustig. Also, das ist cool und lustig. Das war einfach ein Kaninchenbau oder so ein Rabbit Hole, das mich in die Backrooms gebracht hat. Oh, das ist ja fies. Oh, es geht wieder raus. Es tropft hier. Okay. Jetzt lockt. Ich bin wieder an der Kette. Boah, Alter! Fuck you! War das das Secret Ending? Das ist das Secret Ending! Aber ich hab noch... Ich suche mir mal die anderen Secrets, Leute. Das bin ich jetzt... Da bin ich jetzt noch wild drauf. Ich guck mir die anderen Secrets noch an. Also noch ein Tape. Habe ich jetzt... Also ich habe diese Figur gefunden, das Tape. Wir gucken mal, was noch kommt. Ich schneide das mal ein bisschen zurecht. So, dann müssen wir uns das Videotape nochmal ansehen. Derzeit kann ich schnell hier oben die Tür aufschließen. Aber das nächste Tape, das zeigt uns die Hintertür. Nächste. Das ist dann Secret Nummer 2, wie man oben rechts sieht. Mal gehe ich da aber nicht rein. Und dann gucken wir uns mal weiter um. Ich schätze mal, auf dem. Könnte vielleicht auf dem Bauernhof noch was sein hier, wo die Blutspur hinführt. Hier geht es halt einfach durch, ne? Noch ein Tape. Da ist tatsächlich nur eins. Da steht da Dance. Weiß Tape Dance. Da ist ein Stern drauf und es ist grün. Ohne Scheiß, ich habe schon mal ein blaues VHS Tape gesehen, aber noch nie ein grünes. Das ist voll special. Wirklich. So, nächstes Secret. Ich bin gespannt, was drauf ist. Das ist es. Kannst du auf der Couch? Das sind diese unsäglichen Fortnite-Tänze. Kannst halt einfach echt auf der Couch. Secret, warum nicht? Und jetzt vermute ich einfach mal, dass hinten an der Hütte noch was ist. Also am Schreien, ne? Weil die Tapes tauchen ja erst auf, wenn man sich das vorherige Tape angesehen hat. Da ist nichts. Hier liegen.
Ich knall erstmal die Viecher ab. Also den. So. Bekommen. Was leidet? Da noch ein Tape oder so? Kein Plan, also hier ist nichts. Feeding time. Ist in der Couch hier nochmal was aufgetaucht? Hatte ich aber für unwahrscheinlich, weil die Couch, die habe ich ja wieder zugemacht, aber jetzt habe ich ja das Messer. Oh, da war die Puppe. Habt ihr das gesehen? Da war die Holzpuppe wieder. Ganz kurz habe ich sie gesehen. Ekelhafter. Kacke aus. Es hat irgendwas mit den Manikörs noch auf sich. Funktioniert der Fernseher eigentlich ohne Strom? Ach, keine Ahnung, hier ist nichts, aber ich gehe nochmal in den Keller gucken, wie gesagt, da ist bestimmt noch ein Secret. Ach, beinahe auch, ey. Wow, der Zapfsäule ist noch eins. Was? XXX. Oh, gucken wir uns jetzt Porn an. Mal gespannt. Einmal Porn, bitte. Der hampt einfach auf seinem Sessel. Okay, wow, das war das vierte Secret, Leute. Werde ich auf die gute Weise beenden und dann. Okay, wir haben alle vier Secrets und wir haben das gute Ende mal wieder. Warum nicht? Warum nicht? Ja, vier von vier Secrets. Gut, Leute, das war's mit Convenient. Nicht Convenient Store von Schillers Art, sondern Convenient. Einfach nur. Ich danke euch fürs Zusehen. Mir hat Spaß gemacht. Ich wünschte, es gibt mehr von solchen Spielen, die einfach so kleine, nicht nette Sachen, aber kleine Horrorgeschichten erzählen mit verschiedenen Ausgängen. Finde ich immer ganz, ganz nett gemacht. Sympathisch. Dankeschön und nicht vergessen, Daumen hoch und vielleicht noch abonnieren. Machen ja viele nicht. Ich habe über 40% Leute, die nicht abonniert haben. Oder sogar noch mehr. Schon krass, ne? Naja, gut, wir sehen uns. Ciao.